Abschied. Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Verwunden Wiese mir. Danke. Also bitte, sie war mir auch anvertraut. Und die Alten sollen ja nur den Jungen helfen. Du weißt, dass der Kampf damit kaum vorbei ist. Ich weiß. Was immer du jetzt vorhast, denk dran, dass du in Skellige Leute findest, die dir helfen. Mich, Krach, seine Kinder. Ich weiß. Danke, ich werde dran denken. Ich sehe noch mal nach den Verwundeten, aber ich muss bald los. Ich lasse euch ein paar Medikamente da. Danke. Möge es dir wohl ergehen, Moisak. Bis zum nächsten Mal. Woran denkst du? Kehr Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Wesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern. Ich verstehe dich. Werd mein Glück in Lormark versuchen. Wo es Krieg gibt, gibt es Arbeit. Danach... Mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Wolf. Und? Erzähl. Jetzt kann ich sagen, ich habe alles gesehen. Ich habe eigentlich Wes angesprochen. Ich glaube immer noch nicht alles, was passiert ist. Ihr habt euer Leben für mich riskiert. Wie kann ich euch danken? Wir denken uns was aus, nicht wahr? Auf jeden Fall. Was habt ihr vor? Wir gehen nach Novigrad und kämpfen den nächsten Kampf. Wenn du uns vermisst, such uns im Feldlager. Ich vermisse dich jetzt schon besser. Danke für alles, was du für mich und für Ciri getan hast. Darf ich ehrlich sein? Hätte ich gewusst, was hier passiert, wäre ich nie in die Nähe von Kaer Morhen gekommen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, aber ich werde gehen, sobald Lambert sich besser fühlt. Geht ihr zusammen? Ich habe eine Idee, aber bei der Umsetzung muss mir ein Hexer helfen. Lambert will mich unterstützen. Viel Glück. Und danke nochmal. Wir sind jetzt quitt. Können wir reden? Worüber? Versuch doch bitte mal nicht zu streiten. Die sind alle gekommen, um zu helfen. Erzählst du mir jetzt, wie ich mich zu benehmen habe? Nein. Ich bitte dich höflich. Dann nimm diese höfliche Antwort. Leck mich! Ja, wie läuft's denn so? Solche Fragen liebe ich. Was soll denn laufen? Was nicht angebunden ist? Das ist Unsinn, Geralt. Und du weißt es. Ich wusste, dass der alte Mann nicht ewig leben kann. Ich habe sogar Eskel gesagt, dass ich sein Schwert will, wenn es soweit ist. Passt genau in meine Hand. Aber Wesemir hätte einen besseren Tod verdient gehabt. Er ist gestorben wie eine Laus. Er wurde zerquetscht. Wir werden ihn rächen. So rosig sehe ich es nicht. Du hast dich kein bisschen verändert. Höre ich da Enttäuschung? Nein, Überraschung vielleicht. Die meisten werden im Alter sanfter. Du wirst kratzbürstiger. Mama hat immer gesagt, ich sei anders. Mir würden andere Adjektive einfallen, aber anders tut es auch. Jo, dann bis dann. Mach's gut. Ja, pass auf dich auf. Da bist du. Verdammt schade um Wesemir. Es tut mir so leid. Ja, auch. Danke für deine Hilfe. Ich hatte noch eine Schuld offen. Du gehst direkt zurück nach Skellige? Es wäre nicht recht zu trödeln. Der Krieg gegen die Schwarzen wartet nicht. Du kannst dich auf mich verlassen, weißt du? Immer. Danke. Ich weiß. Danke. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Danke, nicht schlecht.
Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Wesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke. Das stimmt. Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest. Aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eridin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. So einfach ist das leider nicht. Wir können sie nicht finden, sie uns aber jederzeit. Sie können uns überraschen, wann sie wollen. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer, aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge. Das mache ich, Sultan. So, ich glaube, dann haben wir hier alle durch, ne, oder? Haben wir vergessen? Wie ich glaube, ich laufe mich hier mal. Cirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergebens. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Cirael. So, jetzt kannst du abhauen. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Mor hingekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Eigentlich will ich die Loge nicht mit hineinziehen. Ich will die Loge nicht in Ciris Nähe haben. Ich traue diesen Frauen einfach nicht. Was sollen wir denn machen? Alleine kämpfen und einen schönen, aber sinnlosen Tod sterben? Nein, Geralt. Durch irgendein Wunder haben wir diesen Kampf überlebt und einen jämmerlichen Sieg zu einem enormen Preis herausgeschlagen. Schluss mit den Scharmützeln. Wir müssen den Gegner in offener Schlacht stellen. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lasse mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst. Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Cirael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Erstens, Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Ciri braucht Zeit. Stimmt. Aber auch eine Ausbildung. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut. Wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Ich habe Triss eben ganz versehentlich unter den Rock geguckt. Ich habe gar nicht hingeguckt. Quasi. Geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen?
Zirael. Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Vanillepudding. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Es gibt eine bestimmte alte Methode. Wesemir hat sie mir beigebracht. Und Barmin hat sie ihm beigebracht. Bringst du mich in die Berge und lässt mich Schierling trinken? Die Druiden von Skellige setzen sie seit Jahrhunderten ein. Funktioniert immer. Hey! Das wirst du bereuen. Hey, das ist unfair. Nulpe! Das werden wir ja sehen. Guter Wurf! Schluss mit lustig! Das wird dir noch leid tun. Mit lustig. Na, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist kein Schneeball mehr. Du hattest recht. Es funktioniert tatsächlich. Danke. Freut mich, wenn ich helfen kann. Und was jetzt? Ich schau mal, wo unser lieber Wissender ist. Geralt? Geralt! Wach auf!
Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Siri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Keine Ahnung. Klär mich auf. Imlerit. Das ist deine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat. Das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Woher weißt du das alles? Von Imlerit, dem Sabbat? Avala. Er hat mir von unseren Jägern erzählt. Er sagt, Wissen allein macht den Unterschied. Komm, wir reden unterwegs. Geh vor. Bereit? Geh immer. Her. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann, ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem Kahlenberg finden würde. Und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Doch, wenn sie das beschlossen hat. Die Leute auf Krähenfels haben von diesem Berg gesprochen. Art Zerbin, Heimat der Herrinnen des Waldes. Die Bauern hatten Angst herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herrinnen des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Möchte wissen, wie es dem Baron geht. Er hat seine Frau gefunden und weit weggebracht. Anna, es ging ihr nicht gut. Eine Schande. Du meinst, wir finden Imlerit hier? Bist du sicher? Avalach hat mir von Wesen erzählt, die mit den Enelle in Verbindung stehen. Sie sind überall auf der Welt zu finden. In Velen sind es die Mumen. Imlerit war auf Eredins Geheiß hier, um den Mumen zu sagen, dass sie Augen und Ohren offen halten sollen. Für den Fall, dass Avalach in seinem Versteck in Velen Zuflucht sucht. Sie haben ihn wohl beim Wort genommen, wenn ich mir die ganzen Ohren hier im Wald so ansehe. Meinst du, Imlerit ist noch hier? Er sehnt sich nach den Freuden des Fleisches. Wein, Sex. Die Mumen umgarnen ihn, hofieren ihn. Er wird es sich nicht nehmen lassen und zum Sabbat auf dem kahlen Berg sein. Kennst du dich hier etwa aus? Vor vielen hundert Jahren war das hier eine heilige Stätte der Druiden. Dann kamen die Mumen, zerstörten den Druidenkreis von Velen und entstellten die heilige Eiche auf dem Berg. Jedes Jahr wird hier ein wichtiges Fest gefeiert. Sie nennen es den Sabbat. Alle Leute in der Umgebung sind dabei. Imlerit bestimmt auch, als Gast der Mumen. Du weißt gut Bescheid. Avalach ist ein guter Lehrer. Okay, gehen wir.
Bringen wir es hinter uns. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlarit. Die Bauern in Velen nennen diesen Abend das Fest der Geschenke. Ich weiß nicht warum. Avalach behauptet, dass Imlarits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Soll ich schießen? Weißhaariger hat mal den Herrinnen gedient. Aber... Dark. Lass sie doch. Aber... Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Wir werden uns nicht zu euch ans Feuer setzen, aber wir danken euch für die Einladung. Wir müssen weiter. Ihr wollt die Herrinnen sehen? Das werde ich hoffentlich auch, ehe ich sterbe. Geht den Berg hoch zur alten Thekla. Sie entscheidet, ob ihr würdig seid. Das werden wir. Lebt wohl. Ah! Fügt weder euch noch eurem nächsten Leid zu, vor den Tod. Bereitet euch vor, denn er bereitet sich auf euch. Verscheucht ihn nicht mit starken Worten. Was denn? Zeig mir, was du anzubieten hast. Bis dann. Es war ein harter Winter. Die Eiche wird uns reich beschenken. Mal da! Letztes Jahr waren es nur vier. Daher legen wir den Schleier im Dunkeln ab. Der Schleier, den wir trugen. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Leb wohl. Irgendwas ist los. Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Gute Herrinnen, gnädige Herrinnen, schenkt meinem Enkel Gesundheit. Er macht viel Unsinn, aber er ist ein guter. Schenkt ihm Gesundheit. Ich bitte euch. Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade...
ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Was machst du hier? Das letzte Mal waren du und die Mumen nicht gerade Freunde. Ich habe eine Einladung bekommen, die ich nicht ablehnen konnte, wie jedes Jahr. Auf ihre eigene Art respektieren die Mumen mich und wollen mich beim Sabbat dabei haben. Also gehe ich hin, bin dabei und gehe bei Sonnenaufgang wieder nach Hause. Und ihr? Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. 3 Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Verlorene Stimmen wiederfinden zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Wir suchen einen Elfen namens Imlerit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Wir müssen zum Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Der Mond geht auf, die Eule ruft, nur mehr glimmt. Schlägt die Stund, die Aufmacht zu, der Schlaf ist lieb und teuer. So, dann reden wir doch mal mit Thekla. Wenn mein Mikrofon gerade gemütet, ich hoffe nicht allzu lang. Es ist noch nicht fertig. Geduld. Aber wenn, haben wir ja alles mitgelesen, was wichtig war. Willkommen. Eines Tages können wir uns richtig satt essen. Wirklich? Wenn die Herrinnen genug zu essen haben, warum geben sie uns dann nicht öfters was ab? Nein, aber guck mal, der noch irgendwas anderes dabei hat. Der Ritter, der auf den Gipfel war. Wohin deswegen? Sei gegrüßt. Zeig mir doch mal deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Das ist ungefähr das gleiche. Hier unten auch. Das bringt uns gerade nichts. Leb wohl. Warum reichlich Eicheln trug? Und die vierte? Wer war sie? Manche sagen, sie war ihre Mutter. Andere nennen sie die vierte Schwester. Sie nahmen kalte Eisennägel, durchbohrten ihr Herz, ihren Kopf. Na, Wuffel. So, guten Tag. Wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Ja. Was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Hallo?
Vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Ohne mich geht sie doch nicht hin. Wenn sie auf den Berg geht, gehe ich mit ihr. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben. Und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen. Und ist alt und unfruchtbar. Also, hallo? Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Niemals. Niemals. Ich werde sie begleiten. Er hat Feuer. Was siehst du? Er ist entschlossen. Er liebt das Mädel, aber will es vor uns verbergen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Was ist das für eine Prüfung? Sag's ihm. Du musst in die Höhle hinabsteigen und in den Wassern unter der Erde baden. Und wo ist der Haken? Die Wasser sind tief. Die Wasser sind trüb. Ja, egal. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Und jetzt bring mir die Münze. Machen wir glatt. Allerdings erst im nächsten Part. Für heute sage ich wie immer schönen Dank fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss, euer Micha.